ein bisschen führen. Wir wissen nicht. Führen kommen. Alles gut. Keine Angst. Hey, so schön sind ihr so zahlreich erschienen. Heute am Oben. Ich heiße Noah. Da ist der Ruben. Ich heiße Ruben. Sorry. Und wenn du online eingeschaltet hast, hey, so cool bist du dabei. So cool hast du dich eingeschaltet. Ich hoffe, du geniesst es. Ja. Hey, auch von meiner Seite herzlich willkommen im Youth Planet heute Abend. Die erste Reihe ist für mich noch ein bisschen zu wenig gefüllt, wenn ich ehrlich bin. Könnt ihr bitte noch ein bisschen vorkommen, alle zusammen? Es gibt so etwas wie First Row Ministry. Die, die in der ersten Reihe sitzen, die... Genau, die... Passion for Christ. Schön ausgedrückt. Sehr gut, super. Kommt doch auch dort, ihr, die noch hinten sind, kommt doch alle führen. Es beißt niemand da vorne. Alle lieb. Dann doch Gespräch langsam beendet. Celebration fängt jetzt dann gerade an. Und für alle, die hören, schön bist du heute Abend da, entweder vor Ort oder wenn du online zugeschaltet hast. Und wenn du vielleicht von einem Kollegen mitgebracht worden bist oder auch online gerade das erste Mal reingeklickt hast und dich fragst, wer sind die Leute, was machen die da? Dann lass mich uns dir vorstellen. Wir sind die Jugendkirche vom ICF Zürich. Und ganz ehrlich, der Grund, wieso wir seit Jahren immer wieder uns wöchentlich treffen, ist mega simpel. Wir glauben, dass vor 2000 Jahren ein König namens Jesus Christus an ein Holzkreuz geschlagen worden ist, wo eigentlich du und ich verdient hätten. Schau, die Bibel sagt mega klar, eigentlich hat der Mensch von Natur aus Schuld vor Gott. Gott aber in seiner Gnade und Barmherzigkeit und Tod und Auferstehung von Jesus Christus hat wieder Herstellung zwischen dem Mensch und Gott hergestellt und die Brücke wieder gebaut. Und das ist unser Herzschlag als Youth Planet und der Grund, warum wir das wöchentlich treffen. Jetzt wäre der Punkt zum Amen sagen. Amen. Amen! Come on. Hey, und ich weiss nicht, wie du es wahrnimmst. Ich finde da im Youth Planet, wir sind mega Einheit. Obwohl wir eigentlich mega verschiedene Charaktere haben und mega viele Ministries, wo der Youth Planet zusammenwürfeln tun. Und ein Ministry, das für mich so ein bisschen raussticht oder wo ich heute Abend so ein bisschen hervorheben will, ist das Bible Study Ministry. Ich weiss nicht, wer ist schon mal in einem Bible Study gewesen? Okay, der Pastor, das ist schon mal gut. Nein, ich habe gedacht, dass ich jetzt dir einfach zwei, drei Sätze sage, wie cool das Bible Study ist und dass du unbedingt mal kommen musst. Habe ich die Finja gefragt, die Teilnehmerin ist. Lass uns ihr einen Applaus geben, komm da rauf. Habe ich gedacht, ich frage dich, Finja, was du speziell findest. Und darum meine erste Frage an dich. Du kommst etwa dieses Bible Study und auch schon recht regelmäßig und schon seit langer Zeit. Wieso? Hey, also ich bin ein mega Fan von Bible Study. Unter anderem, weil ich es mega cool finde, wenn man einfach in der Gemeinschaft, dass man mit mehreren Leuten eine Bibelstelle anschauen kann. Weil wenn ich einfach Sachen alleine lese, dann merke ich auch Sachen. Aber wenn ich es in der Gemeinschaft anschaue, dann die anderen nehmen dann noch ganz andere Sachen wahr. Und so. Und das finde ich mega spannend, um einfach mal zu sehen, was berührt andere Menschen, was nehmen sie wahr. Plus, ich finde es mega cool, weil es hat sich immer jemand mit dem Thema auseinandergesetzt. Also die Leute, die das Bible Study leiten, die haben sich wirklich mit dem befasst und über das recherchiert und so. Das heisst, wir haben eine sehr theologische Sicht auf das ganze Thema, was ich auch mega cool finde. Das heisst, wir schauen manchmal vielleicht Sachen im Urtext an oder wir vergleichen das Neue und das Alte Testament und so. Und ich finde, es kommen manchmal einfach auch richtige so Goldschätze durch das raus. Und ich finde, das Bible Study ist auch eine mega coole Gelegenheit, um so mit dem Heiligen Geist ein bisschen zu connecten. Weil, also ich meine, man kann probieren, die Bibel ohne den Heiligen Geist zu lesen. Es wird aber meiner Meinung nach ein bisschen kritisch, weil also ich finde, früher oder später wird es einfach sehr komplex ohne den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kann mir einfach so einen richtig coolen Input geben, dass man einfach so ein neues Erkenntnis bekommt. Amen. Und eine andere Frage, die ich habe, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich auch mit dem identifizieren. Wenn man so hört, Bible Study, denkt man sich, muss ich da bei mir drei Bibelverse auswendig aussagen und sonst darf ich nicht reinkommen? Oder muss ich irgendwie ein halber Hobby-Theologe sein, um ein Bible Study gehen? Ich weiß nicht. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, bevor ich ein Bible Study bin. Wie nimmst du das wahr? Hast du das Gefühl von der Stimmung unter den Leuten? Wie ist das für dich so? Also ich muss wirklich definitiv keine Ahnung haben von der Bibel, wenn ich in das Bible Study komme. Also auch wenn ihr noch nie die Bibel gelesen habt, kommt bitte ins Bible Study. Für uns ist das Bible Study da, dass wir zusammen in der Bibel lesen und zusammen davon lernen. Also auch wirklich, wenn ihr keine Vorwissen habt, kommt unbedingt mal. Und ich finde, es ist mega eine offene und sehr auch wertschätzende Atmosphäre. Das heisst,
wenn man mal etwas sagt, es wird wirklich gut aufgenommen. Und man kann einfach wirklich in so einer wertschätzenden Atmosphäre darüber diskutieren. Aber auch wenn ihr eher ein bisschen scheu sind oder so und lieber nichts wollt teilen oder nicht eure Gedanken jetzt auch noch rein tun, könnt ihr einfach easy wirklich einfach ansitzen und zuhören. Also das ist auch überhaupt kein Problem. Deswegen, egal ob ihr jetzt mitreden oder nicht, ob ihr schon viel in der Bibel gelesen oder eher noch nicht, kommt unbedingt mal ins Bible Study. Es ist wirklich etwas mega, mega Wertvolles. Danke dir, Finja. Lass dir einen Applaus geben. Ah, so cool. Und heute Abend speziell, vielleicht haben das schon beobachtet oder noch nicht, haben wir die Sunday Night Worship Band bei uns. Weil unsere Worshipper sind an einem Bandweekend. Sie können kennenlernen. Wir gehen gerade mal schauen. Wie heisst du? Ich bin der Marc. Danke. Wow. Wie heisst du? Ich bin der Patrice. Wie heisst du? Salome. Versteckt? Ah, oh, du bist nicht dabei. Okay, sorry. Dasselbe hier an, wir kennen das noch nicht so gut, darum ganz kurz, du bist? Becky. Der Michi. Der Uze. Der Gabriel. Danke. Und eine Frage noch ganz kurz, mega wichtige Frage. Sind ihr ready? Schlafen ihr mit oder ohne Socken? Jetzt, das ist eine wichtige Frage. Das ist eine ziemlich schwierige Frage, die wir jetzt nicht gerade so beantworten sollen. Aber natürlich ohne. Klar ohne. Ohne. Ganz klar ohne. Sympathisch. Sicher ohne. Sympathisch. Fix ohne. Und noch das schwarze Schaf. Mit Socken, sicher! Im Fall, by the way, apropos schwarze Schaf. Wenn ihr schwarze Schäfli Wolle nehmt, gibt es viel bessere Socken als bei Weiss. Nein, Witz. Und mit denen schlafst du dann in der Nacht. Sorry, es tut mir mega leid. Ich habe es nicht so gemeint. Es ist mega schlecht. Okay. Enjoy the worship. Nein. Yes, ich freue mich auf den Worship. Ich freue mich auf den Worship. Ich weiß nicht, wer ist vor 2 Wochen da gewesen, wo der Paul über die Gemeinschaft mit dem Vater am Tisch geredet hat. Ja, und heute Abend wird der Paul uns mitnehmen in eigentlich Part 2 von dieser Message. Es wird darum gehen, wie können wir in dieser Gegenwart verweilen und bleiben. Und ich habe vorhin mit dem Paul kurz geredet, er hat mir ein bisschen erzählt und er ist ready, er ist pumped. Es wird gut, also nimm besser dein Notizbüchlein mit, du wirst etwas lernen, es wird gut und ich freue mich. Yes, und jetzt darf er noch aufstehen. Und wenn wir jetzt schon vom Bibellesen gehört haben, könnt ihr einander fragen, jemanden, den ihr noch nicht kennt oder noch nicht so gut kennt. Wie liest du die Bibel? Liest du Kapitel pro Kapitel? Liest du Vers für Vers? Liest du chronologisch? Oder schlägst du einfach die Bibel auf und hoffst, dass der Heilige Geist dir sagt, was du lesen musst? Let's go! Thank you.
Komm an, lass uns unseren Jesus jetzt zusammen anbeten, ihn gross machen und ihm alle Ehre geben. Komm an. I choose to trust in you. Put all my faith in you now. I choose to rest in you. Patiently wait on you now. Your time is always right. You have the perfect time to show me your ways. They're higher. Your ways, they're higher than mine. Your thoughts, they're greater. Your thoughts, they're greater than mine. I choose to trust in you. Put on my faith in you now. I choose to rest in you. Patiently wait on you now. Your time is always right. You have the perfect time to show me. Your heart, I'm crowning your grace again.
me closer to your heart. I am giving you all I am. I'll reach out for all that you are. And draw me closer to your heart. I am found in your grace again. Nothing else compares. I'll reach out for all that you to your heart. I'm giving you all I am. And I'll reach out for all that you are. Draw me closer to your heart. I'm found in your grace again. Nothing else compares. Nothing else compares. Jesus, und heute Abend sind wir da, weil wir dich besser kennenlernen wollen. Vielleicht bist du heute Abend da und du merkst, du bist noch nicht ganz da. Du willst heute Abend irgendwie mit Gott connecten, aber so vieles belastet dich heute Abend, vielleicht vom Alltag, vielleicht bist du irgendwie noch abgelenkt in den Gedanken. Vielleicht merkst du, ja, es ist jetzt Wochenende, aber weißt du, was machen? Es ist Pfingstwochenende. Ich möchte dich jetzt einfach einladen, die Augen zu schließen mit mir. Und vielleicht in eigenen Worten sagen: Jesus, ich bin da für dich. Ich bin da und möchte heute Abend dir begegnen. Danke, bist du da. Danke, dass du heute etwas vorbereitet hast. Für uns als Youth Planet und für mein persönliches Leben. Du bist der Grund, warum wir da sind, Jesus. Du bist das Zentrum von allem und dir gehört alle Ehre heute Abend. Hey, komm, wir singen jetzt nochmal. Dass wir einfach die Hand von Jesus ergreifen heute Abend. Sind ihr ready? Schnell mit uns. Come on. Sing das. Mit deiner Seele, mit deinem Geist. I'm giving you all. Danke, Jesus, bist du da. Amen. Komm, ich gebe dir Gott einen Applaus. Heute Abend. Hey, so gut, du darfst heute Abend Platz nehmen, da wo du bist. Komm, ich gebe dir den Sunday Night Band einen Applaus. Come on, guys. Schön, dass ihr da seid bei uns. Es ist einfach Family. Schön, wenn da die grossen Geschwister die da sind, genau der Ruben und der Marc, die uns da den Tisch hineinbringen. Danke so viel mal. Komm, ich gebe denen zwei gerade einen Applaus, wenn wir gerade am Klatschen sind. Dort hinten. So gut, hey, ich wollte heute weitermachen und über den Tisch zu reden. Vor zwei Wochen habe ich ja angefangen, ich bin ja zurückgekommen von meinem Timeout. Und der Tisch hat für mich eine ganz krasse Bedeutung, wo ich das Gefühl habe, darfst du
adoptieren in deinem Leben, Zeit an dem Tisch zu verbringen mit Gott. Nämlich, ich habe mich die Frage gestellt, wie kann ich Gott meine volle Aufmerksamkeit wieder schenken? Und wir haben vor 2 Wochen ist es darum gegangen, wie begegne ich Gott täglich? Und vielleicht hast du gesehen, dass die Predigt online geschaltet wurde, auf Hochdeutsch. Wir hatten vor 2 Wochen ein Audioproblem gehabt, es sind nur noch die letzten 5 Minuten von der Predigt drauf gewesen. Darum haben wir gesagt, wir nehmen es doch gerade noch mal auf Hochdeutsch fürs Movement. Und genau, dass einfach viele Leute von dem können profitieren. Und das Thema vom heutigen Abend ist, wie bleibe ich in dieser Gemeinschaft mit Gott? Ich weiss nicht, wie es dir geht, zum am Tisch anhocken, ist meistens einfach etwas anzufangen, an den Tisch zu kommen, anfangen, in die erste Liebe hineinzukommen, in die Gemeinschaft, in die Gegenwart. Entschuldigung, gerbset. Mit Gott. Und doch irgendwie da zu bleiben, zu verweilen, wirklich Gott die volle Aufmerksamkeit geben, das ist meistens ein bisschen schwieriger. Und doch, glaube ich, beruft uns Gott, um zu verweilen mit ihm. Letzte Woche haben wir angeschaut, in Angesicht von unseren Feinden deckt uns Gott unseren Tisch. In Angesicht vielleicht von gewissen Sachen, die deine Aufmerksamkeit rauben. Immer und immer und immer und immer und immer wieder deckt Gott unseren Tisch. Und heute möchte ich weiterführen gehen in den Text, was heisst, er salbt unser Haupt mit Öl und lässt unseren Becher überfließen. Das macht Gott. Er salbt unser Haupt mit Öl und lässt unseren Becher überfließen. Und was ganz spannend ist, so ein bisschen der Grundgedanke der Bibel, wenn wir den anschauen, der ist immer der gleiche. Danke, Dave. Komm, ich gebe dem Dave auch einen Applaus. Ich liebe es. Der Grundgedanke der Bibel ist eigentlich immer der gleiche. Gott sehnt sich nach dieser Gemeinschaft, nach dieser 1:1 Gemeinschaft mit seinen Leuten. Es war Anfang im Garten mit Adam und Eva, wo nachher der Sündenfall kam, die Trennung. Hat Gott schon immer einen Plan gehabt, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, von Angesicht zu Angesicht. Im Alten Testament hat sich Gott dem Volk immer wieder offenbart, damit das Volk immer wieder kommen in die Gemeinschaft mit dem Gott. Und dann durch seinen Sohn Jesus Christus, der vor 2000 Jahren auf die Welt kam, sein Leben gegeben hat für unsere Sünde, können wir jetzt wieder in die Gemeinschaft kommen mit dem Vater. Und wir leben jetzt in dieser Gnadenzeit. Bis wir eines Tages im Himmel sind. Und was wird im Himmel passieren? Das da. Und irgendwie, die Zeit ist umkämpft. Weißt du wieso? Weil ich glaube, die Zeit hat mega Kraft. Die Zeit, wo du und ich einfach hinsitzen können und in diese Gemeinschaft kommen mit Gott. Und ich habe heute einen Titel gesetzt, wie bleibe ich in dieser Gemeinschaft mit Gott? Ich habe gedacht, das ist noch schwierig zu beantworten. Aber ich wollte heute so in 2 Punkte mitnehmen, wo ich das Gefühl habe, ich kann uns helfen, in den nächsten Schritt gehen in die Gemeinschaft mit Gott. Und zwar ist der erste Punkt, erkenne die Wahrheit, dass du ein Sohn und eine Tochter bist von Gott. Erkenne die Wahrheit, dass Gott zuerst dich auserwählt hat. Dass Gott zuerst dich gerufen hat in die Gemeinschaft, an diesem Tisch. Und weißt du, was macht Gott an diesem Tisch? Er salbt unser Haupt mit Öl. Ich mache es jetzt nicht, sonst bin ich nachher ganz ölig. Aber Gott salbt unser Haupt mit Öl. Und was ganz spannend ist, im Alten Testament ist das Öl ein Zeichen von du bist willkommen. Immer wenn ein Hausherr jemand eingeladen hat, hat er gesagt, du bist komplett willkommen an diesem Tisch. Gott lädt uns an diesem Tisch und sagt, wir sind komplett willkommen an diesem Tisch. Öl ist auch ein Zeichen von Kraft. Wenn du schwach bist und an diesem Tisch ankommst, Gott schenkt dir Kraft. Öl ist ein Zeichen vom Geist, vom Heiligen Geist, von der Kraft Gottes, die in uns lebt. Freunde, wir feiern Pfingstwochenende, wo Gott uns seinen Geist gegeben hat, mit voller Kraft in uns lebt. Wenn wir an diesem Tisch sitzen, dürfen wir immer wieder wissen, er hat uns die Kraft gegeben, sein Geist. Er hat uns mit Öl gesalbt. Was ich ganz spannend finde, es heisst, er tut unser Haupt mit Öl salben. Nicht irgendwie unsere Füße
unser Ohrenläppchen, unsere Hände, vielleicht unser Bauch. So. Paul, ich liebe deinen Bauch, ja. Er salbt unser Haupt mit Öl. Und ich finde es irgendwie spannend, weil das ist der Ort, wo wir unsere Entscheidungen treffen, wo unsere Gedanken innen und rausgehen. Das ist der Ort, wo Gedanken reinkommen und ins Herz aber rutscht und wir anfangen, das zu glauben. Und ich glaube, es ist kein Zufall, das heisst das Haupt. Weil ich glaube, es fängt an, dass wir da oben begreifen, dass wir wirklich Söhne und Töchter sind von dem Allerhöchsten. Gott ist der, der uns an den Tisch gerufen hat, damit wir Gemeinschaft haben mit ihm. Ich liebe es, wie Gott immer wieder in der Bibel die Leute ruft. Als Söhne und Töchter. Die Leute ruft, um Gemeinschaft zu haben mit ihm. Wo Jesus getauft worden ist, vom Johannes im Jordan, ist da die Szene, die wahrscheinlich sehr episch war für die Leute, wo der Himmel plötzlich aufgeht, eine Taube kommt runter und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich richtig, richtig Freude. Gott hat in dem Moment gesagt, den habe ich gesalbt, hey. Das ist mein Sohn. Das ist der, der in die Gemeinschaft mit mir gehört. Was ich ganz spannend finde, wenn wir ein paar Verse weiterlesen, das Erste, was der Teufel versucht anzugreifen, ist, hat Gott wirklich gesagt? Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Ganz spannend. Gott sagt, Gott ruft uns am Tisch und das Erste, was der Teufel macht, ist, er greift die Identität an. Das Volk Israel wird aus Ägypten befreit. Hey, vom Moment 1 an, wo sie draußen waren, sind die nur am Klönen. Nein, der Gott ist nicht mit uns. Hey, nein, Moses, was hast du gehört? Es ist völlig falsch. Gott hat sie gerufen, um in der Wüste mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott hat das Volk auserwählt. Und das Erste, was passiert ist, die fangen an zu klönen. Petrus. Jesus sagt, Petrus, auf dem Fels, er hat jetzt erst Simon geheißen, Simon, ich nenne dich jetzt Petrus, auf dem Fels baue ich meine Gemeinde. Was ganz spannend ist, ein paar Sätze später, siehst du, wie Petrus Jesus verleugnet dreimal und dann geht er plötzlich fischen. Das gleiche Prinzip, Jesus lädt Petrus ein, da anzukommen, gibt ihm eine Berufung. Und das Erste, was er macht, ist irgendwie weg, oder? Und irgendwie ist es spannend, weil ich glaube, in unserem Leben ist es auch wahrscheinlich ähnlich. Gott ruft, Gott beruft uns in Gemeinschaft mit ihm. Er ruft uns als Söhne und Töchter. Und oftmals sind unsere Entscheidungen, die wir treffen, ganz anders. Ich liebe es, es steht im... Here we go. Galater 4, 6 bis 7. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Wir haben den Geist von Jesus. Wir haben den Geist von Jesus, der in der Wüste am Teufel sagt, weißt du überhaupt, wer ich bin? Du wolltest mir sagen, wer ich bin, ich sage dir, wer ich wirklich bin. Wir haben den Geist von Jesus, wo Gott in unser Herz hineingelegt hat. Wir sind Söhne und Töchter. Ich liebe es, meine Tochter Zoe. Sie wird jetzt am 3. im Juni, Delin wird 5 Monate. Hey, und ich kann dir sagen, ich als Vater, das ist momentan die schönste Zeit von meinem Alltag. Nebst der Zeit mit Gott natürlich. Ist die Zeit mit meiner Tochter. Weil da kommt so viel Ehrlichkeit, so viel Wahrheit, so viel Papi, ich brauche dich. Papi, du bist der Beste. Da kommen zum Teil so krumme Sätze raus, wo ich gar nicht weiss, was die labern. Aber es ist so ehrlich, es ist so nah, es ist so präsent. Weißt du warum? Weil sie weiss, sie ist meine Tochter und ich bin der Größte. Wirklich. Manchmal denke ich so, halt nicht so viel von mir. Aber ich bin der Größte für sie. Und nimm das Bild heute Abend als, hey, wir sind Kind von Gott. Und genau so können wir kommen in die Gemeinschaft mit dem Gott. Jedes Mal, wenn wir so posten in Migros oder in Coop oder in Aldi bei uns,
dann hat sie immer so einen Chaton, was sie irgendwo will rein tun. Und ich denke immer, hey, der Weg zu diesen Wägeli, ich will den mit dir laufen, weil da musst du irgendwie über die Straße laufen und die Wägeli holen und so. Und sie sagt immer, nein, Papi, ich will das selber machen und das Geld rein tun. Ich merke so, nein, ich will für dich sorgen. Ich bin dein Vater. Und ich glaube, genauso fest will der Vater im Himmel für uns sorgen. Er möchte zu uns kommunizieren. Er möchte, dass wir da Platz nehmen an diesem Tisch. Das ist unser Vater im Himmel. In Angesicht von unseren Feinden deckt er unseren Tisch und er salbt unser Haupt mit Öl. Ich glaube, was du und ich dürfen überkommen, die Bibel sagt, wir haben einen neuen Geist und das verändertes Denken überkommen. Ich möchte euch den Vers lesen im Epheser 4, 22 bis 24. Das heisst, legt von euch ab den alten Mensch mit seinen früheren Wandeln, der sich durch trügerisches Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist und in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich glaube, dass wir falsch trainiert sind. Ich glaube, dass wir so trainiert sind, dass unser Fleisch immer wieder selber Gerechtigkeit erkämpfen will. Immer wieder will selber an den Tisch kommen. Dass unser Fleisch immer wieder den Tisch für Gott decken will, damit Gott kommt. Aber eigentlich ist es eben umgekehrt. Ich möchte schnell hier eine Grafik zeichnen, die uns helfen kann, das zu verstehen. Weil bevor Jesus in unser Herz gekommen ist, haben wir vorher gelesen, glaube ich, haben wir Fleisch, Seele, Geist. Und unser Inneres, das bestimmt von innen gegen aussen, das ist hauptsächlich unser Fleisch, das selbstsüchtig ist. Unser Fleisch, das immer wieder danach trachtet, zum selbstgerecht zu sein. Aber sobald Jesus in unser Leben reingekommen ist, dann definiert der Geist. Und ich glaube, dass unser Geist, der connected ist mit dem Heiligen Geist, immer wieder darf das Klopfen vom Heiligen Geist warnen. Immer wieder, der Heilige Geist ist, seine Hauptaufgabe ist, uns an den Tisch zu bringen. Seine Hauptaufgabe ist, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Gott. Er ist der, der uns erinnert. Er ist der, der uns lehrt, wenn Gott zu uns redet, übersetzt. Er ist der, der die Wahrheit uns immer wieder offenbart. Und was wir dürfen erkennen als Söhne und Töchter ist, dass wir jetzt neu so funktionieren und unsere Seele ist immer so ein bisschen abhängig. Okay, wer sagt jetzt was? Und ich wünsche mir ein Leben zu leben, wo mein Geist vollkommen checkt, dass ich da hingehöre. Und dass ich ein Sohn bin. Ein Sohn, den Gott zuerst geliebt hat und zuerst befreit hat. Und jetzt darf ich einfach in die Gemeinschaft kommen. Wie kann ich die Zeit hier in dieser Gemeinschaft verbringen? Vielleicht eine Frage, die du dich auch gestellt hast. Was heisst das jetzt da zu kosten? Oder so wie ich es einmal mache, ist, ich habe so vier Punkte. Vielleicht haben wir die, vielleicht auch nicht. Es ist einfach zu checken, hey, was mache ich da? Adoration, Anbetung. Einfach zu checken, okay. Ja, du hast mich zuerst erwählt. Und ich bringe oftmals meine Seele an den Punkt, wo die Seele einfach merkt, okay, jetzt soll ich mich nicht mehr definieren von irgendwelchen Sachen, die mein Fleisch vielleicht ruft, sondern ich lasse mich einfach definieren von, okay, was sagt der Heilige Geist? Einfach mal sein. Ich mache das oft daheim mit Worship-Songs, wo ich einfach mal bin in dieser Gemeinschaft und sage, okay Gott, vielleicht die Wahrheiten, die gesungen werden, okay, ich nehme sie jetzt auf für mich. Das Zweite ist bekennen. Und zwar nicht, wie ich es früher gelernt habe, vielleicht religiös, du musst jede einzelne Sünde bekennen und die Sünde und die Sünde und die Sünde und die Sünde, sondern ich tue oft mein Herz, mein Herz prüfen und sage, Gott, wo ist mein Herz? Und wenn mein Herz nicht bei dir ist, dann bekenne ich jetzt einfach, dass ich umkehre. Weil was du ja willst, ist mein Herz.
Und vielleicht gibt es dort auch gewisse Sachen, die der Heilige Geist aufzeigt und sagt, hey, vielleicht bekenne ich das. Aber ich komme immer mit dem Herz und sage, Herr, mein Herz ist nicht dort, was soll sein. Bring du mein Herz wieder zurück, wo ich Angesicht zu Angesicht dir in die Augen schauen kann. Und dann fange ich mit Danksagung an. Herr, ich danke dir für so viele Sachen. Für meine Familie, für mein Zuhause, für meinen Glauben, für das, was dein Sohn gemacht hat. Und das Dritte ist bitten. Vielleicht merkst du, hey, ich brauche Hilfe beim Arbeiten. Ich brauche Hilfe, weil ich gewisse Sachen nicht verstehe. Meine Seele schreit nach Hilfe, nach einer Lösung. Und das ist eine Art und Weise, wie du beten kannst. Das ist jetzt nicht eine richtige Formel, aber das ist eine Art und Weise, wenn ich immer wieder vor Gott komme, manchmal zusammen mit meiner Frau, manchmal auch allein. Punkt Nummer 1. Hey, lass uns da ane sitzen und die Wahrheit glauben, dass wir da ane gehören in die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft immer wieder können pflegen, weil wir sind seine Söhne und Töchter. Er sagt es. Eine simple Wahrheit. Aber wo oftmals unsere Taten nicht sich nach dem ausrichten. Nummer 2. Widerstehe der Lüge. Der Teufel, ihm seine Aufgabe ist, ständig um den Tisch herumzulaufen oder ständig um uns herumzulaufen, um uns Lügen ins Leben hineinzuziehen. Lügen wie zum Beispiel, hey, weißt du was? Du hast ja noch Sünde dort. Du hast noch Schuld. Hey, weißt du was? Hey, ich glaube, jetzt ist jetzt spät zum Beten. Oder hey, nein. Weißt du was? Du hast jetzt viel zu tun in deinem Alltag. Oder vielleicht merkst du, ja, langweilen. Ja, Zeit mit Gott, das schüttet nicht so viel Dopamin aus. Ich kann ja Zeit mit Gott nebenbei machen. Und was der Feind macht, ist, er versucht uns immer wieder von dem abzubringen. Von dem abzubringen, dass wir eben anbeten können. Dass wir bekennen können. Dass wir Danke sagen. Dass wir bitten können. Dass wir einfach sein können. Dass wir die Bibel aufschlagen. Der Feind probiert immer wieder, uns von dem abzulenken. Das ist seine Aufgabe. Und Lügen hineinzuziehen in unserem Leben. Aber wisst ihr was? Wie tun wir eine Lüge entlarven mit Wahrheit? Wenn du eine Lüge neben der Wahrheit anstellst, die Lüge wird immer entlarvt und die Wahrheit steht fest. Und darum ist es so wichtig, dass du und ich die Wahrheit kennen. Und um die Wahrheit zu kennen, dürfen wir unsere Bibel aufschlagen. Dürfen wir immer wieder in die Bibel hineingehen und erkennen, was sagt Gott über dich und mich? Was sagt er über seinen Plan? Warum ist das so, dass von Anfang an die Gemeinschaft wichtig ist, am Schluss die Gemeinschaft wichtig, weil sie jetzt die Gemeinschaft wichtig ist? Und darum ist es so wichtig, dass wir die Wahrheit kennen. Wenn es vorher gehört, Bible Studies, ich wollte dich einladen, wenn du noch nie warst, geh mal. Das ist der Ort, wo wir zusammen gemeinsam in die Wahrheit hineingehen und uns schlau machen. Was sagt Gott überhaupt über uns? Wir müssen die Wahrheit kennen. Weil der Feind wird uns immer in unseren Schwachstellen angreifen. Und vielleicht weißt du nicht, was ist jetzt deine Schwachstelle, aber deine Schwachstelle findest du vielleicht raus, wenn du überlegst, okay, die letzten paar Tage, die letzten paar Wochen oder die letzten paar Monate, was hat mich gehindert, um in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen? Bei mir war es zum Teil Vertrauen. Ich habe wie gemerkt, ja, ich vertraue vielleicht nicht, dass es wirklich in meinem Leben funktioniert. Ich vertraue lieber mir selber, bin ich wieder da gewesen. Ich vertraue meinem Fleisch. Es funktioniert ja. Wenn ich gewisse Sachen selber mache, es funktioniert. Und das Krasse ist, der Feind kommt dann und tut die Lüge nachher nähren und sagt, ja logisch, Paul, vertraue in dir selber. Die letzten paar Jahre hat es immer funktioniert. Und ich weiss noch, heute vor einem Jahr an der Konferenz hat Gott mir nochmal neu gesagt, Paul, vertraue mir. Lerne die Wahrheit kennen vom Vertrauen in mir. Vertraue mir nochmal neu. Ich weiss nicht, was dein Topic ist, wo du merkst, hey, ist eine Lüge in deinem Leben, wo vielleicht dich hindert, an den Tisch zu kommen. Vielleicht ist es auch sonst eine Lüge, wo der Feind immer wieder um dein Leben herumkreist und versucht, die Lüge in deinem Leben zu sehen. Was Schlimme ist,
Der Find macht das so lange, bis wir anfangen zu glauben, dass die Lüge die Wahrheit ist. Dann hat er seinen Job gemacht. Wenn wir anfangen zu glauben, dass gewisse Lügen, die er in unserem Leben sieht, vielleicht machst du dir Sorgen. Vielleicht bist du dich am Vergleichen. Und irgendwann mal merkst du, ja, ich bin vielleicht doch nicht so ein guter Christ, wie es der andere ist. Und ja, Gott, vielleicht hast du, ja, vielleicht bist du doch nicht so gut morgen. Und das ist die Aufgabe vom Find. Er kreist um, probiert uns Lügen hineinzusetzen, in unserer Identität, in unserer Zeit mit Gott, damit wir anfangen, in diesen Leuten zu glauben. Ich liebe es, im Psalm 23 steht, er wird unseren Becher überfüllen. Ich mache es jetzt so, damit niemand muss nachher aufräumen. Wieso überfüllen? Ich glaube, da kommt die Kraft von der Gemeinde rein. Da kommt die Kraft von der Gemeinde rein, dass wenn du vielleicht anderen Leuten glaubst, wenn du merkst, du bist schwach irgendwo, dann darfst du wissen, ein Becher von jemand anderem ist vielleicht überfüllt, damit die Person dir helfen kann. Gott tut meinen Becher überfüllen, damit ich es weitergeben kann. Damit ich den Leuten helfen kann, glauben. Damit ich den Leuten helfen kann, glauben, dass das, was Gott sagt, überhaupt stimmt. Und das ist der Kampf vom guten Kampf, den die Bibel sagt. Dass wir anfangen zu glauben, dass das, was Gott sagt, dass es stimmt. Das ist nicht der Kampf gegen den Teufel. Der Kampf gegen den Teufel, der ist gewonnen am Kreuz von Golgatha. Ich glaube, der Kampf vom guten Glauben ist, dass wir anfangen zu glauben, dass das, was Gott sagt, stimmt. Und so können wir uns ermutigen in der Kirche. Wenn wir Glauben haben, wenn wir Glauben generieren, wenn wir Glauben gewinnen, dann können wir anfangen, einander ermutigen, die Lügen nicht zu glauben, sondern anfangen, die Wahrheit zu glauben, die Gott uns zuspricht. Und eine Strategie, die der Find auch braucht, ist die Strategie, dass er wie sagt, hey, du weißt was, der Tisch dort hinten, der hat viel die saftigeren Früchte als der Tisch, wo du jetzt drin bist. Und du merkst, ah ja, stimmt. Am Dario sind Tisch. Ja, der hat viel die besseren Früchte. Der hat viel die saftigeren Früchte. Und der Tisch von der Jane. Ich glaube, mein Tisch ist doch nicht so wichtig. Ja, ich habe ja übergegessen am anderen Tisch. Und ist ein bisschen von den Sachen von der Jane, von den Sachen, die Gott dir gibt, oder von dem, wo Gott am Dario gibt. Ich glaube, Gott ruft uns, damit wir Zeit haben in der Gemeinschaft mit ihm. Und da sind wir schon wieder im Garten gelandet, wo das ist, was bei Adam und Eva passiert ist. Hey, weißt du, was die Frucht dort hinten? Dort ist das Leben. Dort ist die Erkenntnis. Und wir vergessen, dass Gott eigentlich uns an diesem Tisch möchte haben. Face to face, Marc, kannst du raufkommen. Face to face. Zum Gemeinschaft mit uns haben. Punkt 1, wir dürfen wirklich die Wahrheit erkennen, dass du und ich Söhne und Töchter sind, die den Herzschlag von Jesus haben. Um einfach hinsitzen können. Die begreift, wer wir sind in Gott und eben den Kampf vom guten Glauben könnt kämpfen. Indem wir glauben, was Gott sagt, dass das die Wahrheit ist. Und Punkt 2, die Masche vom Find erkennen. Schau, der Find weiss das. Der Find weiss, dass Gott schon von Anfang an einen Tisch parat gemacht hat und dass er es am Schluss wird zu viel geben. Aber er probiert uns jetzt abzuhalten, um an den Tisch zu kommen. Und unsere Aufgabe ist, die Masche vom Find zu entdecken, zu aufdecken, zu entlarven und merken, ah, okay, das bist nur du. Und zurückgehen an den Tisch in die Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte dich heute Abend fragen, zwei Fragen. Wo hast du vielleicht vergessen, dass du eine Tochter bist oder ein Sohn bist? Wo hast du angefangen, selber
deine Gerechtigkeit zu erkämpfen, selber wollen, ein guter Christ sein, vielleicht in Leistung innen, wollen Gott besser kennenlernen. Und ich möchte dich fragen, wo hast du heute Abend vielleicht vergessen, eine Tochter zu sein und ein Sohn zu sein? Und die zweite Frage, und da möchte ich mit euch jetzt einfach eine Übung machen. Wo ist vielleicht eine Lüge in deinem Leben? Eine Lüge, wo der Feind immer wieder kommt und du vielleicht angefangen hast, die Lüge zu glauben. Vielleicht merkst du, du lässt dich immer ablenken von dieser Lüge. Und du darfst jetzt die Augen zu machen und lass uns einfach den Heiligen Geist fragen. Vielleicht hast du jetzt gerade eine Lüge vor dir und du merkst, oi. Immer wieder das Gleiche. Probiert anzuklopfen und sich einnisten. Ich möchte dich heute Abend fragen, was ist die Wahrheit? Wo darf dort reinkommen und die Lüge entlarven? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt einfach redest. Und die Wahrheit bringst. Vielleicht gibst du jetzt auch einen Bibelvers. Vielleicht einen Gedanken. Bild. Ich möchte dich jetzt einfach einladen, vielleicht auch von dir im inneren Auge, auch wieder an den Tisch zu hocken, in die Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht vor deinem inneren Auge, an dem Platz, wo ich bin. Und sage, Jesus, da bin ich. Red du zu mir. Wo ich etwas muss hören. Vielleicht lehrst du mich jetzt einfach gerade mal zu sein. Vielleicht rufst du mich jetzt, um einen Bibelvers aufzuschlagen. Ich merke, jetzt ist der Moment, wo du einfach dein Herz nochmal bekennen vor Gott. Vielleicht merkst du jetzt den Moment, wo du einfach kannst Danke sagen. Oder den Moment, wo du einfach als Sohn, als Tochter einfach kannst Gott bitten.
möchte dich jetzt einfach segnen, dass deine Zeit mit Gott eine fruchtbare Zeit sein soll. Eine Zeit, wo deine Augen auf den gerichtet sind, der dich gesalbt hat. Eine Zeit, wo dein Geist klar ist, gehorsam ist. Ich segne dich, dass du die Stimme vom Vater hörst und nicht dieser Lüge glaubst, dass du Gott nicht hörst. Ich möchte einfach die Lüge unterbinden im Namen Jesus. Und ich möchte dir zusprechen, dass seine Schafe hören seine Stimme und sie folgen ihm. Das ist die Wahrheit. Und du heute Abend darfst du annehmen. Gott möchte sich seinen Kindern mitteilen. Vielleicht bist du heute da und die Lüge ist, du glaubst nicht, du verstehst die Bibel nicht. Dann möchte ich dir zusprechen, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es soll einfach jetzt einfach durchtrennen, was muss durchtrennt werden. Und das Wort Gottes ist lebendig. Ich möchte dir zusprechen, dass die Zeit, die du hast im Wort Gottes, das Leben, das dort reingekocht ist, soll wirklich lebendig sein in deiner Zeit mit Gott. Und das soll die Wahrheit sein. Ich breche auch die Lüge von keine Zeit haben, wo du immer wieder sagst, ich habe keine Zeit. Ich mag nicht. Dann soll dort wirklich eine Wahrheit hineinkommen, dass wir Gott die beste Zeit schenken von unserem Leben, von unserer Zeit. Lass uns jetzt in eine Worship-Zeit hineingehen. Und einfach die Gemeinschaft geniessen, heute Abend mit dem Vater. Vielleicht merkst du heute dran, um einfach anbeten. Dann bete an. Vielleicht merkst du heute dran, um bekennen. Dann bekenne. Vielleicht merkst du heute dran, um einfach Danke sagen. Dann sag Danke. Vielleicht merkst du heute dran, um Gott etwas bitten. Dann bitte ihm um etwas. Das Gebetsteam ist hinten für dich bereit und kann dich auch durch die Punkte durchführen. Wenn du merkst, du willst irgendwo in einem Punkt du angeleitet werden. Oder du merkst, deine Zeit mit Gott, du willst einfach für Durchbrüche beten. Dann komm doch hinten, das Gebetsteam ist dort und lass uns einfach in die Gemeinschaft hineinkommen. Es ist das Schönste, was es gibt. Sind ihr mit mir? Amen. Vielleicht hat dich etwas mega angesprochen, was der Paul gesagt hat. Und mir ist mega eingefahren, wo er gesagt hat, manchmal schleichen sich Lügen in unser Leben rein. Und der einzige Weg, um eine Lüge nachhaltig zu besiegen, ist die Wahrheit. Und ich wollte dich mega ermutigen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass, und ich kenne es aus meinem eigenen Leben, dass wir manchmal blockiert sind. Blockiert, um an den Tisch zurückzukommen, weil sich in uns Gedankengebäude anfangen zu aufbauen, wo wir wie nicht genau wissen, hey, was soll ich denn noch glauben? Ich mache so vieles falsch, da ist so viel dazwischen. Und ich wollte dir einen Bibelvers mitgeben und wir wollen das heute Abend, gerade auch im Worship, umsetzen, was der Paul gesagt hat. Und zwar werden wir Gottes Wort verwenden in Form von Worship, zum Gedankengebäude niederreissen. Und ein Vers, der mich immer mega begleitet hat, ist der 1. Korinther 13. Dort wird Liebe beschrieben. Und Jesus ist Liebe. Und dort steht,
Liebe ist geduldig. Hast du das Gefühl, du bist zu langsam? Hast du das Gefühl, du bist immer noch am gleichen Ort, wo du schon vor 2 Jahren warst? Das ist kein Problem. Jesus ist geduldig. Liebe ist freundlich. Hast du das Gefühl, dass Gott irgendetwas gegen dich hat? Aus irgendwelchen Gründen? Nein, Jesus ist freundlich dir gegenüber. Er meint es gut mit dir. Sie prahlt nicht und sie schaut nicht auf andere runter. Vielleicht hast du das Gefühl, hey, ich habe so viel falsch gemacht. Gott muss doch auf mich runterschauen. Wer bin ich schon? Aber Jesus ist nicht der, der auf Leute runterschaut. Jesus ist der, der auf die Knie geht und sagt, hey, du bist mein geliebter Kind. Egal, was dein Gefühl sagt, egal, was deine Erfahrungen sagen, du bist mein geliebter Kind. Und das kann niemand nehmen. Und dann steht noch, Liebe verletzt nicht. Und sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, wir sind durch so viele schwierige Situationen gegangen. Wie kann es Gott nur gut mit mir meinen? Und ich wollte dir mega zusprechen, Gott meint es gut mit dir. Egal wo du durchgehst, egal wie dunkel es ist, Gott will dein Licht sein. Und er meint es ernst. Er meint es ernst und er meint es gut mit dir. Und Liebe freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Jesus freut sich, wenn du Sachen ablegen darfst, die dich hindern, zu dem Tisch zu kommen. Wie für das ist er gekommen? Er ist gekommen, um alles zu beseitigen. Und da ist nichts, was dich jemals von dieser Liebe trennen kann. Und der Paul hat von dem Öl geredet, wo Gott uns damit salbt. Und zwar beim Haupt, hat er erklärt. Das Haupt ist nicht nur der Ort von unseren Entscheidungen, sondern auch der Ort von unseren Gedanken. Und lass uns heute Worship brauchen, um das Öl einmassieren in unsere Gedanken, in unsere Herzen. Und lass Gott uns wirklich verändern. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich glaube, heute ist wirklich, heute ist dein Abend. Heute ist dein Abend. Und Jesus ist ready. Los, du hilfst in meiner Not.
auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund. In dir stehe ich auf festem Grund. Du bist und bleibst mein Zufluchtsort. Was auch immer noch wird geschehen, ich wähle deine Gegenwart. In dir stehe ich. Deine Liebe bleibt bestehen. In dir stehe ich auf festem Grund. Du bist und bleibst mein Zufluchtsort. Egal was passiert, Jesus. Und was auch immer noch wird geschehen, ich wähle deine Gegenwart. Lass uns das proklamieren an dem heutigen Tag. Deine Liebe bleibt bestehen. In dir stehe ich auf festem Grund. Du bist und bleibst mein Zufluchtsort. Und was auch immer noch wird geschehen, ich wähle deine Gegenwart. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love, your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. In dir stehe ich auf festem Grund. Du bist und bleibst mein Zufluchtsort. Und was auch immer noch geschieht, ich werde deine Gegenwart. Deine Liebe bleibt bestehen. In dir stehe ich auf festem Grund. Du bleibst mein Zufluchtsort. Und was auch immer noch geschieht, ich werde deine Gegenwart. Deine Liebe bleibt heilig. Du bist heilig. Du bist heilig. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, Mingo.
Song, den wir jetzt singen, heisst Jesus, jetzt von für immer und ewig, da wir die Gemeinschaft mit dir eingehen. Wir wollen mehr von dir. Lass das unser Gebet sein für den Song, für den Abend. Lass uns Jesus unsere Sehnsucht entgegenbringen. Jeder Einzelne. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte mit Jesus. Lass uns jetzt ehrlich vor Jesus kommen. Dort, wo wir stehen, in unserer Beziehung zu ihm, lass uns dort anknüpfen und ihm alles anlegen. Wenn wir den Song singen, lass uns bewusst sein, was die Wörter bedeuten. Für dich und mich ganz persönlich. Jesus, wir sehnen uns nach dir. Wir lieben dich. Wir wollen mehr von dir.
All I need is you, Lord.
don't know more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. More of you. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, you won't prevail. The God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, oh, belongs to the Lord. There's power. There's power in the mighty name of Jesus. Everyone he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Oh, yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory for them.
victory. For the battle belongs to you, Lord. I see a victory. Alles existiert zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit. Dein Wort sagt, alles ist durch dich geschaffen, von dir geschaffen und für dich geschaffen. Alles im Universum dient, dass du König vom Universum verherrlicht wirst. Wir lieben dich, Jesus. Es wird so gut zum Verstehen, alles existiert zur Ehre Gottes. Im Psalm 148 wird sogar die Schöpfung dazu aufgefordert. Es heisst, Sonne und Mond, alle Meerestiere, ehret Gott. Verstehst du, alles dient am Ende der Ehre Gottes. Sogar die Existenz von der Sonne und vom Mond ist am Ende des Tages nur da, damit Gott geehrt wird. Das ist der oberste Grund von der Existenz von allem, dass der König vom Universum geehrt wird. Wie viel mehr dient auf mein Leben? Amen. Ich ursprünglich mal gebetet. Paul, danke für deine Predigt. Danke vielmals. Lass uns immer einen Applaus geben. Hey, wir haben noch ein, zwei Ansagen, aber wir dürfen ganz schnell stehen bleiben. Einerseits werde ich dir die Möglichkeit geben, mit dem QR-Code, der jetzt dann gerade eingeblendet wird, um etwas zu spenden, wenn du das auf dem Herz hast. Wenn du von einer anderen Kirche kommst, dann gib dir in dieser Kirche dein Geld und zahl dein Zehnte. Ich möchte dich wirklich ermutigen und aber auch herausfordern, zum gehorsam zu sein, dem, wo der Heilige Geist dir aufs Herz legt. Und ich würde mega schnell jetzt gerne mit allen zusammen einfach schnell all das Geld, das zusammenkommt, segnen. Auch das Geld, das vielleicht hinter geschlossenen Türen gespendet worden ist, dass du vielleicht bei dir die Heime gespendet hast. Lass uns einfach alle zusammen kurz 10 Sekunden lang einfach dort laut raus das segnen. Danke, Jesus, für alles, was zusammenkommt. Es ist ein Gottesdienst für dich, Jesus. Es ist nicht das Geld, das wir irgendwelchen Menschen spenden, sondern es ist direkt für dich, für die Arbeit im Haus Gottes und für dein Reich, zu deiner Ehre. Und so bringen wir dir all die Opfer, die dargebracht worden sind, da, Jesus, und legen sie an deine Füße und beten, dass du es multiplizierst. Amen. Amen. Mann, ja. Hey, wir haben vorher schon von der Finja gehört wegen der Bible Studies. Und nicht nur sind die Bible Studies jede Woche da, sondern auch speziell für alle Frauen, die möchten in diesen Bible Studies dabei sein. Es gibt Ladies Bible Studies am 1. Juni, das ist sehr bald. Schreibt es euch ein, das ist um 7:30 hier in der Halle, glaub's? Also hier im Club. Und auch am 13. Juni, am 1. Juni und am 13. Juni kommen unbedingt. Was haben wir, finde ich, im ICF jetzt mega cool, ist unser Worship-Team, unsere Bands. Und wir haben am nächsten Samstag haben wir unsere Worship-Night. Oder vielleicht auch nicht. Die wird mega anders, mega speziell sein. Und zwar wird es im Loft gehalten. Wenn ihr kommt nächsten Samstag, es ist da unten nichts. Also bitte kommt nicht da unten auf, sondern geht rauf in die Loft. Genau, es fängt am 8. an wie normal, 7:30 ist die Türöffnung. Wenn ihr aber noch nicht warten könnt auf den Samstag, dann ist der Dienstag in 3 Tagen ist Acoustic Worship Night, also Acoustic Worship Night. Da im Club dürft ihr auch kommen. Eintritt am 7:30 oder 6:30. Weiß nicht. Kommt auf Telegram, wenn ihr es möchtet wissen. Genau. Yes, nachher haben wir noch Lounge. Die Bar ist noch offen. Geniesst es. So wie ihr hinter mir am Jammen seid, tönt es, als würde es noch einen geben, oder? Mögt ihr noch? Come on, lass uns noch mal in den Song hineingehen. Oh.
Also was in dem letzten Song so proklamiert, Gott ist gut, er ist über uns der Umstand. Lass ihn dir geben. Even in chaos, when all seems lost, I will fix my eyes on you. 'Cause deep inside of me, my heart wants to believe that you will care for me. You've never let me go, even when I feel like I'm drowning in the deep. Alright here with me, you've never let me go, even when I feel like I'm drowning in the deep. Alright here with me. To my soul and wash away my cares. Forever faithful, you are my stronghold. I trust in you alone. You've never let me go. Even when I feel like I'm drowning in the deep, you are here with me. You've never let me go. You are strong with me.